Als kompakter Wandeinbauverstärker bietet der IWA 50 Wi-Fi WS aufgrund seiner geringen Einbautiefe die Möglichkeit für unauffällige und platzsparende Installation. Das multiroomfähige Gerät lässt sich über ein CAT-Kabel oder WLAN mit dem Heimnetzwerk verbinden. Es ist somit über jeden PC, ein Smartphone oder ein Tablet-PC als Streaminggerät nutzbar. Darüber hinaus ist das Gerät Bluetooth-fähig. Für analoge Audioquellen wird die 3,5 mm Klinkenbuchse verwendet. Die DIP-Schalter sind zum Einstellen der maximalen Lautstärke vorgesehen und dienen außerdem zum Umschalten zwischen Mono- und Stereobetrieb der Endstufe. Für die Lautsprecher, die wir in unserer Testinstallation benutzen, benötigen wir 25 Watt pro Kanal. Daher greifen wir auf das 24 Volt Netzteil zurück. Für die Unterputzmontage bzw. den Wandeinbau verwenden wir die passende Wandeinbaudose. Die Lautsprecherleitungen und Kabel für die Spannungsversorgung werden über die Klemmen mit dem Verstärker verbunden. Wir kontrollieren, ob die DIP-Schalter gemäß gewünschter Funktion eingestellt sind und integrieren das Verstärkermodul schließlich in die Wandeinbaudose. Für die Einrichtung und Inbetriebnahme wird die App für iOS oder Android heruntergeladen. Da in unserer Installation ein Tablet-PC mit Android-System zum Einsatz kommt, öffnen wir die App AllPlay Jukebox. Über den Plus-Button wird die Suche nach Verstärkermodulen gestartet. Anschließend wird das Netzwerk ausgewählt und das WLAN-Passwort eingegeben. Die Verstärkermodule können daraufhin individuell benannt werden. Nach erfolgreicher Konfiguration wird in der Hauptansicht der App die Musikquelle ausgewählt. Zur Musikwiedergabe stehen unter anderem lokale Musikdateien, Netzwerkquellen oder Streaming-Apps bereit. Für die Nutzung der Multiroom-Funktionalitäten wird im ersten Schritt das Mastergerät ausgewählt. Die Client-Geräte, an die das Musiksignal weitergeleitet werden soll, werden über den Button Group hinzugefügt. Fazit: Wer einen kleinen Multiroom-Installationsverstärker sucht, ist bei dem IWA 50 Wi-Fi WS genau richtig aufgehoben.